Gesundheit ist für mich klar die Nummer eins. Und nur wenn du wirklich richtig gesund bist, wenn du gut schläfst, wenn du dich gut ernährst, wenn du voller Energie bist, dann kannst du wirklich erfolgreich als Unternehmer sein. Mein Name ist Jürgen Griebel. Ich bin seit mehr als 20 Jahren als Unternehmer tätig im Gesundheitsbereich. Ich führe ein Reha-Zentrum in Bochum, das sehr erfolgreich läuft, mit mittlerweile 50 Mitarbeitern. Aus eigener Erfahrung ist für mich der größte Hebel in der Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit die Arbeit am inneren Status. Dazu gehört ganz klar die Gesundheit. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich war damals auch an einem Tiefpunkt gesundheitlich und habe dann lernen müssen, wieder achtsam zu sein mit mir selbst. Und über die Gesundheit habe ich meinen inneren Status deutlich verbessern können. Und letztendlich auch hat mich diese Entwicklung zu dem gemacht, was ich heute bin, nämlich ein Unternehmer, der selbstbestimmt lebt, mit einem hohen Status, der topfit ist und gesund ist. Und ich glaube, dass da dort einer meiner Schwerpunkte ist. Ich kann relativ schnell erkennen, wo Schwachstellen sind, wo Energie verloren geht. Ich kann dort sehr gut unterstützen mit einfachen Schritten. Und deswegen ist das nach wie vor für mich der Favorit bei der Entwicklung der Unternehmerpersönlichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist bei mir ganz klar die Führung, die Mitarbeiterführung, die Auswahl von Mitarbeitern. Auch dort habe ich mittlerweile ein gutes System für mich entwickelt. Und seitdem ich das umsetze, ziehe ich keine Niete mehr. Das ist einfach so und da bin ich sehr glücklich drüber. Deswegen kann ich dort auch sicherlich Tipps geben, Anregungen geben, unterstützen. Und ein weiterer Punkt, mit dem ich mich lange selbst beschäftigt habe und wo ich mich auch weiterentwickelt habe, ist auf der Gesellschafterebene. Wenn man mit mehreren Gesellschaftern unterwegs ist, Wege zu finden in der Kommunikation, sich selber zu positionieren, ist ganz entscheidend. Und auch das hat mich in meiner Unternehmerpersönlichkeit deutlich vorangebracht. Als ich das erste Mal mit Stefan in Kontakt kam, vor einigen Jahren, war meine Situation so, dass ich als Einzelkämpfer mehr oder weniger unterwegs war. Das heißt, ich habe immer gedacht, ich muss mein Ding machen. Ich kann alles alleine am besten oder ich bin sowieso derjenige, der es am besten kann. Was letztendlich dazu geführt hat, dass ich in eine Sackgasse kam. Ich bin also letztendlich nicht weitergekommen, war auch sehr unglücklich zu der Zeit und habe dann gelernt, wie wichtig es ist, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben, wie wichtig es ist, Rat von anderen, Unterstützung von anderen anzunehmen. Und plötzlich wurden meine Schritte halt immer größer. Ich habe meine Unternehmerpersönlichkeit komplett auf links gedreht. Ich habe meine Ziele komplett neu bearbeitet. Ich habe überhaupt gemerkt, was es bedeutet, wieder Ziele zu haben. Und das ist sicherlich auch für mich heute ein Antrieb, andere Menschen, die Kunden zu unterstützen, andere Unternehmer zu unterstützen bei der Entwicklung, sie zu ermutigen, wirklich auch diesen Schritt zu gehen, Hilfe anzunehmen und ihnen auch zu zeigen, wie wertvoll es sein kann, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, ob das im Brain Trust ist, im Seminar oder auch im Coaching. Das gibt mir sehr viel Freude. Es macht mich auch stolz, wenn ich so an meinen eigenen Brain Trust denke, den ich mittlerweile leite. Und ich glaube, durch meine Lebenserfahrung, durch meine Menschenkenntnis, kann ich relativ schnell erkennen, wo ja, Ansatzpunkte sind für eine gute Zusammenarbeit, für eine gute Weiterentwicklung. Und dazu braucht es einfach viel Offenheit. Ich bin also auch ein sehr offener Mensch. Dazu braucht es auch den Wunsch zur Veränderung. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass ich dann der richtige Ansprechpartner sein kann, um dort mitzuarbeiten und dann wirklich auch mit Spaß, mit Freude, aber auch mit guten Ergebnissen aus der ganzen Sache rauszukommen und einfach diese persönliche Weiterentwicklung wirklich zu forcieren und wirklich mal Gas zu geben. Ich bin ein Mensch, der sich gerne bewegt. Bewegung spielt für mich eine sehr große Rolle. Eins meiner großen Hobbys sind meine beiden Hunde, mit denen ich sehr gerne unterwegs bin und von denen ich sehr viel lernen kann. Auch gerade was den inneren Status angeht, einen meiner Schwerpunkte. Ich reise sehr gerne, ich probiere sehr gerne Dinge aus. Letztens bin ich das erste Mal so richtig auf einen Klettersteig gelaufen. Ich habe vor 2-3 Jahren mit dem Surfen angefangen. Auch das ist das, was mir Freude macht und was mich wirklich berührt. Ich bin gerne in der Natur. Und was auch ein großer Schwerpunkt geworden ist in den letzten Jahren, ist, dass ich gerne unter Menschen bin und ich mich gerne mit Menschen auseinandersetze und gerne auch Menschen bewege. Heute führe ich wirklich ein selbstbestimmtes, freies Unternehmerleben und bin sehr dankbar dafür.
Gerne unterstütze ich dich dabei, wenn du auch diesen Weg einschlagen möchtest.